Die zweite Chance. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pflege- und Seniorenheimen bietet die Spezialeinrichtung Reha-Haus Buchholz Menschen mit schweren Schädelhirnverletzungen ein Zuhause. Das Unternehmen strebt bei jedem Bewohner durch geeignete Therapien die Rückkehr in die eigene Häuslichkeit an oder bietet ihm ein dauerhaftes Daheim. Das Reha-Haus Buchholz, das 54 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt über breit gefächerte therapeutische Angebote in den Bereichen Werkstatttherapie, Logopädie, Physiotherapie, Musiktherapie, Malschule, Ergotherapie, Schwimmtherapie oder Hypotherapie. Es wurde vom medizinischen Dienst der Krankenkassen hinsichtlich aller Parameter mit einer glatten 1 benotet. Die meisten der seit dem Jahr 2010 ausgebildeten 18 Lehrlinge wurden übernommen. Das Reha-Haus Buchholz unterstützt die Grundschule Buchholz-Kuden durch gemeinsame Projekte. Die Kooperation dient einerseits dem Erhalt der Schule und zum anderen der Versorgung mit Mittagessen aus der Küche des Reha-Hauses Buchholz. Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen jährlich für die gesamte Region ein Drachenfest und beteiligt sich durch eigene Beiträge an regionalen Festen.